Was haben wir für ein Setup im Gegnerteam? Drei Tox. Moin. Ihr zieht über die Felder, ich in die Stadt. Ich wette mit euch, dass die entweder machen die das die Base zu komplett oder die werden mit aller Macht probieren durchzubuschen durch die Stadt. Kann ich einen Vorschlag machen? Ja, kannst du. Ich würde hier ein bisschen reinfahren und dann könnten sich ein paar Mates, bevor sie übers Feld fahren, sich vor den Schienen platzieren in der Hoffnung, dass wenn irgendjemand da lang fährt, dass ich den aufmachen kann, wir den beschießen. Und den Seiter ballern können. Aber auf die Mauern, auf die Mauern. Weil wenn so ein Tok da lang fährt, oder da spawnt, braucht er ewig. Richtig, genau. Bis der Mauer durch Stadt fahren. Ist ja nicht der schnellste, der Tok. Ja, es kann nur sein, dass ich dabei drauf gehe. Das ist dann halt ein Risiko, das getragen werden muss in dem Fall. Das werde ich tragen und wenn ich dabei drauf gehe. Okay, Mitz, fahrt über das Feld drüber, ich drehe um. Ah, ich habe jetzt ein paar Leute drauf gefunden, egal, ich muss jetzt auf jeden Fall weg hier. 30 Sekunden noch, bis der Artischlag ready ist. Zwei schießt jetzt mit ab hier aus der Drehung während der Fahrt und trifft mich, bitte. Magnetisch an, Schoko fahr auch weiter. Schokodiebin. Da ist die Schokodiebin. Top 2. Starthilfe. Zwei Drucks offen, KV2. Lol, der KV2 ist gerade am APBB gebounced. Wir müssen Kreuzfeuer errichten. Am besten Fokus 85er, der 500er. War der jetzt drauf? Ich hab den ersten Heavy rausgenommen. Gut. Fokus 85, 85er. Schön. Deck. Fokus M6 am besten. Ja, ich komme gerade von der Seite. Mit dem Reload. Ich bin glaube ich gleich tot. Ich stehe nämlich komplett scheiße. Ich hab auch einen Tok aufgeklärt. Fokus M6. Nicht den Tok, soweit es geht. Artischach ist glaube ich raus von denen. Nee. Nee? Ich hab noch nicht abgekriegt. Fokus nee. Tok. Tok brennt ab. Lade nach, der andere Tok ist offen wegen mir. Keine Ahnung warum ich ihn outspottet hab. KV2 irgendwo, hinter dem müsste gleich noch ein KV2 auf Tok auftauchen eventuell. Mails, vorne ist ein Pantera, könnt ihr. Oh. Nee, könnt ich drauf fahren. M6 ist raus, wir pushen. Mails, ihr müsst auf den Panther drauf fahren. Ja, holt euch erst den Brett an. Kalion, könnt ihr auf den Panther drauf fahren? Geht auf den Brett Panther. Ich hol mir den Top. Ihr müsst euch nicht um den Top kümmern, den hab ich. Ich bin raus. Das ist jetzt nicht passiert. Fahr den Panther am besten. Ich bin tot. Warum? Ja, der Tok hat gerade den Lack seines Lebens gehabt. Abgeprallt. Aber sowas von. Wetter auf den Tok. Fahrt mal ran und versucht den einen Tok noch zumindest kalt zu kriegen. Den zweiten schafft ihr wahrscheinlich leider Wollt nicht. Wollt ihr mich verarschen? Wieder abgeprallt. Ja! An der Kette! Aus dem Stand geschossen! Ich weiß Seite auch warum. Ich weiß auch warum. Er hat sich angewinkelt zu dir, dass das Ding abprallt. Es geht gar nicht. Erstens, ich stehe angewinkelt, er steht angewinkelt. Dadurch hebt sich die Anwinklung wieder auf. Zweitens, schieße ich Gold ab. Drittens, direkt in seine Seite. Und es trifft seine Kette. Viertens, ich hätte wahrscheinlich auf HE gewechselt. Persönlich, aber okay. Top mit HE? Nee. Nicht, ich habe aber noch nicht auf Tok geschossen mit KV2, um ehrlich zu sein. Ich hätte es aber trotzdem wahrscheinlich mit HE gemacht, weil auch wenn es eine 300er Kelle ist, ist es eine 300er Kelle. Und du darfst nicht vergessen, dass HE geändert wurde. Ist nicht mehr so effektiv wie damals. Weiß. Brettpanther, wechsel mal zu den Schienen runter. Also, ja. Probier mal. Ja, ich probier's mal. Hier unten rum so zu probieren. Der Cromwell kann sich ja erstmal weiter zurückziehen. Der Cromwell ist, ich würde den gleich mitnehmen, weil ja. Die zerschießen ihm die Häuser dazu als Deckung. Cromwell fahr auch zurück zur Base.
Webhunter brauchen keine Ausweichmanöver fahren, die sind nicht mehr bekämpft. Die sind arschlangsam. Komm, Krombel, zieh weiter, let's go. Gut so. Ah, schade. Bin voll Treffnix, Deutsch. Geil. Danach haben sie mir die Kette gezogen. Kannst das heißt, rausfahren, der kann mich nicht mehr sehen. Wenn er schießt, sieht er ihn. Ja. Jetzt. Aber nicht schlimm. Jetzt fährst du den Weg wieder zurück, da wo der Cromwell stand. Der wird dich jetzt hier hinten einfach vermuten und erwarten. Und wenn du da hinten wieder stehst, verwirrst du. Ich glaube, dann steht da aber der zweite Tock. Nee, der zweite Tock. Ich glaube nicht, dass der da hinten. Der war. Zweite Tock da hinten im Camp. Weiter nach links raus, Brett. Viel zu nah drinne. Spottet dich jeder. Stell dich da oben rechts jetzt in den Busch einfach rein und nicht bewegen. Genau an den. Einstellen und stehen bleiben. Nicht mehr bewegen. Auch nicht im Hull. Nicht mal zucken. Ja, nichts machen. Der sieht dich nicht. Ja, sieht aber so aus, als ob er bist. Aha, ja, was? Der sieht mich nicht. Ja, der sieht mich nicht. Scheiße. Fuck. Hast du keine Tarnung?